Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem angekündigten GTA 5 Video. Ja, es ist endlich für PC erschienen und wie man vielleicht in den News nochmal lesen konnte, falls ihr da mal ein bisschen drauf geguckt habt, angeblich war es ja doch schon seit dem Anfang der Entwicklung eigentlich Rockstar klar, dass sie eine PC-Version machen werden. Auf jeden Fall ist sie jetzt endlich da. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen schon gespielt und ist natürlich geil schon, das kann ich schon mal sagen. Ich habe noch nicht so viel gespielt, ich habe eine Mission gespielt. Hier bin ich gerade mit Franklin in sein Häuschen hier, in seinem Zuhause. Und ich werde euch mal eben die Grafikeinstellung zeigen, die ich hier vorgenommen habe. Also ich habe hier, ihr könnt schon Grafikspeicher sehen, aber erstmal, ich erkläre gleich mehr dazu. Seht ihr, alles so hoch wie es geht. Auf sehr hoch und teilweise hier auf Ultra, hier auch Ultra. Und dann gibt es noch hier die erweiterte Grafik. Da habe ich hier die Sichtdistanz und vor allem die hochauflösenden Schatten, die hier einiges ziehen, knapp 400 MB, ausgeschaltet. Ich finde trotzdem, dass es ganz gut aussieht. Klar, 4K habe ich gar nicht, also kein Bildschirm für. Und naja, ich habe eine GTX 79 drinne. Und die ist ja ein bisschen im Verruf geraten, dadurch, dass Nvidia nicht offen kommuniziert hat, dass sie nur 3,5 GB schnell in Speicher, also ich glaube die Speicheranbindung auf jeden Fall von den letzten 500 MB ist deutlich geringer. Ich glaube, die war nicht mal bei 100. Nee. 100? Nee. Locker nicht sogar. Nee. Sogar bei 30 oder so, 50, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, was laber ich hier so viel rum, auf jeden Fall deswegen am besten nur bis 3,5 und das habe ich jetzt eigentlich geschafft und das läuft so eigentlich ganz gut und sieht trotzdem eigentlich ganz gut aus. So, genug gelabert, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen vom Spiel sehen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt musiktechnisch aussieht. Es kann gut sein, dass das Video, was ihr hier seht, dass ihr das gar nicht seht und meine FPS gehen so schön runter. Also, mit der Aufnahme, das wird schon kritisch auf jeden Fall, das immer aufzunehmen auf höchste Grafik. Aber jetzt geht's gerade noch, aber ich meine, ich habe jetzt 30 FPS gerade mal. Okay, habe ich eigentlich immer so, aber ich habe Angst wegen der Musik, Leute. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich einfach die Musik im Nachhinein doch wieder rausgeschnitten habe. Weil, mach mal kurz das Radio aus. Weil es einfach, ja, GEMA gesperrt, sag ich mal. Also durch die GEMA nicht, ja, gestattet ist quasi. Also die Rechte, die nicht eingeräumt ist, ihr kennt's. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir möchten nämlich zum Friseursalon einmal gehen. Fahren? Besser? Also ich habe es so vermisst, einfach GTA zu zocken. Und ich habe letztens mal wieder GTA 4 gezockt. Aber man merkt schon, dass es echt in die Jahre gekommen ist. Ich meine, für PC kam es, glaube ich, 2009 raus. Und das sind schon 6 Jahre halt, ne? Und, moin. Ich habe auch eine Hupe. Und ja, ohne Radio ist natürlich ein bisschen scheiße jetzt, aber ich muss mal gucken, dass ich in diesem eigenen Radio, falls ich weitere Videos zu GTA 5 machen sollte, scheiße, schon kaputt, super, ja, dass ich dann halt GEMA-freie Musik da reinklatsche, dann wird schon besser sein. Ja, ich so. Und auf jeden Fall, was ich finde, also man merkt natürlich, okay, muss man jetzt nicht so sagen. Aber wie gesagt, GTA 4 ist einfach so langweilig geworden. Und GTA 5, endlich, ey. Man hat es einfach so erwartet. Und ich habe nur ein bisschen gezockt schon. Too close. Genau, too close. Ich bin so ein Vollidiot. Hey, you don't see me driving here. Komm, zeig mir nicht den Mittelfinger, sonst hole ich dich da wieder raus. Aber auf jeden Fall macht es einfach so Bock. Und ja, nice, einfach nice, Leute. Mein Auto ist schon mal wieder Schrott, aber auch wenn ich jetzt richtig schlecht gefahren bin gerade und mir dieses Auto jetzt mopse, weil ich das noch ein bisschen geiler finde als meins. Obwohl das Auto auch geil ist. Lass mich das mal kurz angucken. Das ist doch hier so ein R8-Nachmacher, ne? Ja, genau.
Auch ein schönes Ding. Das nehme ich mir. Vielen Dank, liebe Lady. Und Musik bitte trotzdem wieder aus. Wo kann man denn das Radio ausmachen? So schnell, da. Nein. Ernsthaft? Muss man den ganzen Weg wieder zurück? Bin ich denke ich behindert? Alter. So. Oh, das hat natürlich ein paar PS mehr. Natürlich, das merkt man hier schon. Junge, Junge, das geht ja ab, das Ding. Jedenfalls gehen wir jetzt mal in den Barbershop hier. Ich pack doch lieber hier, damit die mir das nicht zerschrotten. So, Wagen aus. Schönes Ding, sehr schönes Ding. Und... ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So. Willkommen, Bartnulli. Okay, no, you're fine. It looks wonderful. I promise. Look, stop stretching out. Alles klar. Yes, now get out of here. Next time you have to tell me what happened underneath the boardroom table. Okay, I'll get my assistant to book a blow dry next week. We'll see you soon. Tschüss, tschüss, tschüss. So, wen ein Friseur zu deinem Stil und deinem Geldbeutel passt. Der 500.000 auf der Bank. So, Haarschnitt und Bart. Das konnte man in GT4 auch nicht. Das war ziemlich ätzend. Und das ist auch cool. Freie Entfaltung, ja, ihr wisst. So, was können wir denn hier Schönes machen? Genau, das ist es wieder. Weißt du? Die kleben dir einfach Haare ran, oder wie? Das ist ein bisschen komisch. Na, das ist zu viel Muster. Komm, dann hauen wir hier einfach so einen Streifen, so eine Kerbe da rein. Okay. Ah, okay. Wenn du das sagst. Hat man noch die Haare runterlegen sehen. Ja, und jetzt möchte ich auch ein bisschen Bart noch mal gucken, was kann man hier machen. Machen wir so einen hier. Yeah. Fresh. Aber meine Stimme ist schon ein bisschen am Arsch, liebe Freunde. Aber was soll man machen? Ja gut, wir sind hier fresh. Das war's auch schon, liebe Freunde. Wir sind fertig hier. Der Friseurbesuch ging aber schnell. Yeah, fresh. Alles klar. Automatisch speichern. Komm, mach da. So, jetzt wollen wir unser Auto nehmen. Und dann ziehen wir uns erstmal um und dann gucken wir mal, ob wir noch was machen. Schönes Auto. Sehr schönes Auto auf jeden Fall. Ja, was ich auch noch sagen wollte. In GTA 4 gab es auch so viele... Könnt ihr es mal markieren hier? Unser. Oh, guck mal hier, was kann man hier denn noch schön? Da gehen wir mal hin. Gucken, das ist doch. Kann man auch. Tune oder kann man das nur hier? Nee, ich glaube hier auch, oder? Das ist einfach nur das alte Symbol nochmal, dieses Farbensymbol, aber ich glaube, man kann da auch komplett tunen. Oder? Das kann man ja nämlich hier in GTA 5 auch. Das ist auch ein Punkt, den ich mir gewünscht hatte. Oder den sich auch viele gewünscht hatten. Und jetzt nochmal. Hoffentlich komme ich da. Idiot, endlich mal dazu. Das jetzt endlich auszuführen und zu erzählen. Es war nämlich so in GTA 4, ich fand es einfach scheiße, die Lenkung quasi, das Handling der Autos. Ich fand es einfach extrem scheiße. So. Und, ja, ich finde das einfach schon um einiges besser. Also richtig gut eigentlich schon. Auch wenn ich trotzdem nicht so gut fahre, aber, ne? Oh, Vorsicht. Hey, Bro. Yeah. Erstmal ein bisschen tunen hier. Denker Jester. Okay. Reparieren. Das sieht mir eigentlich noch ziemlich heil aus. Ich meine, wir sind noch nirgendwo damit gegengefahren, oder? Ne. Mehr gibt's nicht. Mehr können wir da noch nicht machen. Okay, wir sind doch noch, wie gesagt, ich habe noch gar nichts in der Story erledigt. Ne, dann machen wir das nicht. Schade, ich dachte wenigstens Farbe oder so hätten wir mal machen können, ey. Gucken mal kurz. Also das sind die einzigen Dinger, die wir hier momentan haben. Da fahren wir nicht überall hin. Das ist... Obwohl doch, das hier sind wir doch. Wir könnten kurz ins Kino mal fahren. Ja. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz ins Kino. Beziehungsweise nein. Es war eigentlich jetzt ein bisschen Quatsch. Was ich jetzt mache. Beziehungsweise nein. Nee, ich mach das nicht. Das wäre Verschwendung. Das wäre Zeitverschwendung, ganz nach Hause zu fahren, deswegen. Also wegen neuen Klamotten. Ich sehe hier auch gar keinen Klamottenladen, leider. Noch nicht. Wie gesagt, immer noch am Anfang der Story. Ist ein bisschen dumm.
Ne, meine gefällt mir besser. Ian, only bitch! Einfach, das hat mir so gefehlt, es hört sich so traurig an, aber das habe ich so vermisst, einfach nur so schön rumzucruisen. Und mit dieser Bombengrafik ist es natürlich nochmal was anderes. Als wenn ich das jetzt in GTA 4 machen würde. So, und jetzt, ich war auch noch nie hier im Kino. Ich habe auch noch kaum was gemacht, wie gesagt. Bisher in GTA 5 und da sehen wir schon auf der linken Seite unser Kino und machen wir einmal so. Haben hier unseren Extra-Parkplatz. Im Hollywood Walk of Fame quasi. Soll er das überhaupt wirklich mal darstellen? Nee. Oder doch? Möglicherweise. So, wir gehen jetzt ins Kino. Aber das Kino ist zu. Schnauze, du Wichser! Wegen dir, Alter. Oh, shit. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Action hier auch nochmal. Pam. So, da kommt der Nächste direkt hier. Komm her, Alter. Scheiß Käppi schon mal runter. Gib mir einen in sein Eier und würde sagen, scheiße, ab nach Hause. Ja, wir haben mal ein bisschen kurz aufgeräumt. So, jetzt aber ab nach Hause hier. Hallo? Ich will nach Hause. Hey. Ich fahr einfach hier lang. Geisterfahrer, scheiß drauf. Oh, bitte nirgendwo gegenknallen. No, shit. Ja. Das zum Thema nirgendwo gegenknallen. Naja, scheiß drauf. Oh, Alter. Ich knall immer überall gegen. Ja, fett doch mein Auto komplett in die Luft. Ist richtig. So, die Freunde, das geht nicht mehr. Jetzt ab nach Hause, ey. Oh, shit. Oh, fuck. Alles klar. Ey, das sah aus wie so ein gepimpter BMW. Oh, fuck. Ja, er sagt's, fuck. Die Bullerei ist hier schon unterwegs. Oh, hallo. Na, tschüss. Ich kann auch hupen. Na, er denkt auch, der kann einfach hier hupen, oder was? Zack. Oh ne, das war schon richtig. Auto, wir fahren hier über die Straßenbahn. So, und da ist unser Home. Shit, da ist nicht unser Home. Ein weiter. Sorry, hallo Nachbar. Komm mal ab, du Wichser. Oh, schnell ab in die Garage. Oh, shit. Nur weil ich den Zaun kaputt gefahren bin, will der uns jetzt kaputt hauen, oder was? Ah, du Wichser. Bam. Bam. Unser Nachbar, der kann in unserer Garage bleiben. Und jetzt kommen seine Gangmitglieder. Oh, shit. Ab nach drinnen rein. Ab nach drinnen rein. Ey, kommt nicht einfach in mein Haus. So, weißt du was? Ist mir egal, was ihr macht. Denn ich gehe jetzt trotzdem schlafen und speichern. So, liebe Freunde, das war hier erstmal das erste Video. Wir gehen jetzt schlafen und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Peace.